Wir reagieren heute auf ein Video von David Döbele. Ich muss sagen, ich war selber nicht in seinem Coaching. Ob einem das mehrere tausend Euro wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Trotzdem sagt er viele richtige Dinge und deswegen gucken wir uns heute sein Video an. Diese Opfer fordert das Investmentbanking von dir und legen wir auch direkt los. Und ich möchte erstmal mit einem Zitat anfangen, was einer unserer Coaching-Member in einem Interview mit Zeit Campus geäußert hat. Das findet ihr hier eingeblendet. Und zwar hat er gesagt, die 5.000 Euro, die ich im Monat als Praktikant... 5.000 Euro als Praktikantengehalt ist möglich, wenn ihr zu einer Bulge Bracket geht, Elite Boutique oder auch einige US-Middle-Market-Investmentbanken. Ich glaube, es war Baird oder Stevens, was in die Richtung. Die zahlen das sogar auch, aber wie gesagt, ist natürlich mit enorm hohen Arbeitszeiten verbunden. Ich habe damals keine 5.000 Euro bekommen im Investmentbanking-Praktikum, aber ich musste eben auch keinen Schmerz wegkompensieren. Praktikant an Gehalt bekomme, die sind für mich Schmerzensgeld. Das war ein Praktikum bei einer Investmentbank, wo er 5.000 Euro im Monat Praktikantengehalt bekommen hat und das hat er als Schmerzensgeld betitelt. Und dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. Du kriegst zwar sehr, sehr viele Benefits von der Arbeit im Investmentbanking, aber das alles hat seinen Preis. Und vor allem in den ersten Jahren ist es halt de facto ein Tausch Zeit gegen Geld. Du tauschst. Ja, das ist mir ein bisschen zu allgemein, weil das ja im Endeffekt auf jeden Beruf zutrifft, das nicht auf der Management-Etage ist. Ich glaube, was besonders Investmentbanking und Consulting auszeichnet, ist, dass du am Anfang viel Zeit eintauschst gegen Lerninhalte, um dann im nächsten Schritt langfristig sehr viel zu verdienen. Aber im Investmentbanking wird man eben auch nur langfristig reich. Kurzfristig funktioniert es eigentlich immer nur mit der eigenen Gründung. Aber selbst da kann das Investmentbanking ein gutes Sprungbrett sein. Meine Lieblingsgeschichte ist da eigentlich die von Raphael Steil, ehemaliger M&A-Berater bei der Deutschen Bank in London. Er hat dann nach 2-3 Jahren oder so sein eigenes Startup gegründet, GetQuinn, eine Online-Plattform für Investoren. Und der war eben bei uns an der Uni und hat uns eben erzählt, dass ihm durch das Investmentbanking viele Soft Skills beigebracht wurden, wie Verhandeln, Präsentieren, Investoren überzeugen und Hard Skills wie finanzielle Analyse und strategische Konzepte entwerfen. Von daher kann eben auch das Investmentbanking eine gute Grundlage sein, auch für die eigene Gründung. Dein Leben, du tauschst irgendwie die Jahre von deinem Studium bereits und dann auch von den ersten Jahren deines Berufslebens, tauschst du gegen sehr viel Geld, sehr viel Karrierechancen und vor allem die Aussicht, langfristig noch deutlich bessere Karrierechancen zu haben. Ja, da sagt es jetzt auch eben langfristig. Deutlich mehr Gehalt zu bekommen. Ja, man weiß natürlich auf die Stunde heruntergerechnet ist das, was du in den ersten 1-2 Jahren im Investmentbanking verdienst, noch nicht so viel mehr als in vielen anderen Branchen. Das stimmt. Also der Stundenlohn ist an sich schon sehr gering, wenn man das mal runterrechnet. Aber ist eben auch eine langfristige Sache. Aber nach 3-4 Jahren ist es dann vermutlich direkt doppelt so viel wie in vielen anderen Branchen. Dann nach 5 Jahren, nach 10 Jahren ist es ein sehr Vielfaches von dem, was du in vielen anderen Branchen auf die Stunde verdienen kannst. Und es hat auch seine Gründe, warum viele Investmentbanker nach ca. 1-3 Jahren gehen. Ja, also viele Leute irgendwie, vor allem bei den Top-Investmentbanken, bei den Bulge Bracket Investmentbanken, gehen nach 2, 3, 4 Jahren raus, gehen beispielsweise ins Private Equity. Aber Private Equity ist jetzt auch nicht ohne, wenn ihr zu den Top-Häusern geht, wie KKR, Blackstone, Carlyle Group, ihr werdet dort nicht weniger arbeiten und natürlich gibt es auch kleinere PI-Buden, aber umso mehr Assets under Management, umso mehr werdet ihr auch arbeiten und es ist dort nicht unbedingt chilliger. Aber trotzdem kann die Aufgabe eben attraktiver sein, weil es eben eine Mischform ist aus Investieren und strategisch beraten. Von daher finde ich die Aufgaben sogar teilweise auch ein bisschen spannender als im Investmentbanking. Und dazu ist Gehalt natürlich ein großes Thema, weil die Bonuszahlungen sind meistens auch an die Wertsteigerung der Portfoliounternehmen gekoppelt und dadurch könnt ihr eben euer Gehalt noch viel besser hebeln als im Investmentbanking. Die gehen beispielsweise in Konzernen, gehen zu Asset Managern, gehen zu... Genau, Konzern und Asset Managern sind dann natürlich von der Arbeitsbelastung dann natürlich geringer und auch attraktiv, weil ihr da schon auf einem sehr hohen Level dann einsteigen könnt. Family Offices etc. Und die Firmen haben große Probleme damit, die Leute zu halten, weil die Kultur teilweise nicht optimal ist, weil die Arbeitszeiten nicht optimal sind etc. Und
Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ihr halt einfach wisst, was euch erwartet. Weil wenn man blauäugig in diese Branche reingeht, wenn man keinen Plan hat, was man dort eigentlich macht und was auch die Schattenseiten sind, dann ist natürlich ein krasser Schlag ins Gesicht. Aber wenn du halt weißt, zum Beispiel durch solche YouTube-Videos oder dann auch später durch Praktika und so weiter und so. Ja, Praktika ist ein gutes Stichwort. Da könnt ihr eben die Firmen kennenlernen, die zu euch am besten passen und damit, glaube ich, die Karriere im Investmentbanking besonders erfolgreich verläuft, sind eigentlich vier Sachen unabdinglich. Nämlich, ihr braucht Seniors, von denen ihr viel lernen könnt. Ihr braucht Seniors auch, die als Mentor fungieren und euch in eurer persönlichen Entwicklung unterstützen. Und dazu müssen eben noch Team und Unternehmenskultur passen. Wenn ihr dann die Investmentbank findet, solltet ihr echt da einsteigen, weil dann wird eure Karriere auch sehr erfolgreich verlaufen. Sofort, wenn du weißt, was sich erwartet, dann weiß man halt, worauf man sich einstellt. Genau, sich darauf einstellen ist auch so ein Punkt. Ihr müsst halt auch wissen, was die Aufgaben sind. Ich habe auch das Gefühl, dass sich viele Leute das Investmentbanking, die noch keine Erfahrung damit gemacht haben, viel cooler vorstellen, als es wirklich ist. Besonders am Anfang müsst ihr 70% der Zeit eigentlich im PowerPoint Pitches erstellen, Infomemos, Industriereports oder auch Teaser. Und da muss man eben auch Spaß dran haben, weil sonst ist der Job auch unpassend für einen. Kann es auch sauber für sich beurteilen, ob man sagt, man hat Lust darauf, das 1 bis 2, 3 Jahre mitzumachen, man hat Lust darauf, das vielleicht für 10, 20 Jahre zu machen oder man hat gar keine Lust, das zu machen. Das ist Punkt Nummer 1, das ich erstmal sagen möchte. Und Punkt Nummer 2, ich werde jetzt über einige Opfer oder auch Nachteile vom Investmentbanking sprechen. Und da ist mir nochmal wichtig zu betonen, insbesondere die Aspekte, die einzelne oder die den Arbeitsalltag später betreffen, so die variieren extrem von Firma zu Firma. Das stimmt. Deswegen lernt da echt mehrere Firmen kennen. Tut euch selber einen Gefallen. Und genau deshalb ist es wirklich mein Appell von euch, dass ihr im Studium Gas gebt und dass ihr es so schnell wie möglich schafft, dort Praktika zu bekommen, damit ihr halt auf einem möglichst hohen Niveau verschiedene Firmen ausprobieren könnt. Selbst wenn ihr einen Zweierschnitt habt, ist es immer noch realistisch, in das Investmentbanking zu kommen. Ihr müsst einfach davor ein Audit-Praktikum machen, dann in die TAS von einer Big Four gehen. Dann könnt ihr auch direkt in eine T3, T4 Investmentbank gehen. Genau. Die Leute, die happy sind im Investmentbanking, sind meistens die Leute, die halt schon nach dem 4., 5. Semester die eine Firma kennengelernt haben, dann im Gap Year die andere und vielleicht. Ich meine, Gap Year ist auch ein wichtiges Stichwort. Wenn ihr bisher schon im Bachelor, bisher noch keine Praktika gemacht habt, nehmt euch die Zeit, macht ein Jahr Pause zwischen Bachelor und Master, macht ein Gap Year, lernt verschiedene Firmen kennen. Ich habe so gemacht, Freunde haben es so gemacht. Ich werde auch demnächst noch bei einer Venture Capital Abteilung anfangen. Da lernt man einfach am meisten und kann dann am Ende die Firma rausfiltern, die zu einem am besten passt. Vielleicht dann schon den Berufseinstieg gefunden haben, weil die Kultur perfekt gepasst hat, oder wenn alles nicht gefallen hat, hat man vielleicht noch einen Master gemacht, um nochmal eine andere Firma kennenzulernen und dann halt wirklich eine Bandbreite von verschiedenen Kulturen mal kennengelernt zu haben und dann das herauszufinden, wo man selber am meisten Spaß hat, wo das am besten passt zu den eigenen Vorstellungen, was halt suboptimal ist. Wenn du zu lange brauchst, dann erst am Ende irgendwie das hinbekommst, einmal ein Praktikum im IB zu machen, sonst halt keine Möglichkeiten hast und dann bei der Firma einsteigen musst, die die einzige Firma ist, die dir ein Angebot macht. Weil wenn dir da die Kultur nicht passt und so weiter und so fort, und da das Angebot nicht so gut ist, dann ist halt wirklich nicht so toll. Weil wenn du 80, 90 Stunden die Woche irgendwo arbeitest, wo du keinen Spaß hast, wo du die Kollegen nicht so magst und so weiter und so fort, das muss wirklich nicht sein. Dafür ist das Leben zu kurz. Da stimme ich ihm auch voll und ganz zu. So, that being said, fangen wir erstmal an, chronologisch im Studium. Du musst schon im Studium extrem viel opfern, um es ins Investmentbanking zu schaffen. Das ist einfach so. Kannst du auch selber auf LinkedIn recherchieren, wie viele Leute denn bei zum Beispiel Goldman Sachs arbeiten, wie viele Leute bei JP Morgan arbeiten und so weiter und so fort. Dann wirst du sehen, die stellen jedes Jahr nicht viele Leute ein und vor allem auch im nächsten, übernächsten Jahr wird es leider Gottes vermutlich noch weniger Leute werden, die Firmen einstellen, weil die haben Einstellungsstopps wegen der Wirtschaftskrise, die bald kommen wird oder die sich aktuell an. Das gilt eben im Large-Cap-Bereich. Da finden auch deutlich weniger Transaktionen statt. Aber die kleineren Investmentbanken, die sich um den Mittelstand kümmern, die heiern eben immer noch. Und das liegt eben an folgenden Gründen. Bain hat in seinem Report geschrieben, dass auch im nächsten Jahr viel mehr strategische Transaktionen stattfinden werden, weil eben die Unternehmen ihre Supply Chain besser aufstellen müssen durch die politischen Konflikte und Unsicherheiten. Dazu, durch den Zinsanstieg, ist das Insolvenzrisiko angestiegen.
Das heißt, es werden auch viel mehr Transaktionen durchgeführt von Unternehmen, die kurz vor der Pleite sind, weil die eben einen neuen Investor brauchen. Dazu kümmern sich auch einige kleinere Boutiquen um spezielle Technologiebereiche oder um den Healthcare-Bereich. Und die sind auch in der Regel nicht so konjunkturabhängig wie die Large-Cap-Investmentbanken. Von daher heiern sogar die kleineren immer noch. Und so weiter und so fort. Da planen die alle schon voraus, dass es wahrscheinlich weniger Deals geben wird und so weiter und so fort. Die stellen weniger Leute ein, die cutten die Kosten. Und es wird immer schwieriger werden, dort reinzukommen am Ende des Tages. Das heißt, was musst du im Studium opfern? Du musst Urlaube opfern in den Semesterferien, du musst Praktika machen in den Semesterferien. Du musst... Oder auch im Gap Year, wenn man das bisher noch nicht... Ausgedehnte Studentenpartys viermal die Woche opfern, weil du musst lernen. So, du musst... Ja, viermal die Woche feiern wird eben schwer, wenn ihr zu Goldman und Konsorten wollt. Einfach aus dem Grund, da ihr so ein interessantes Profil aufbauen müsst, dass für Feiern wenig Zeit bleibt. Trotzdem... Wenn euch Investmentbanken im T3-Bereich interessieren, da kenne ich auch Leute, die haben es immer noch ordentlich krachen lassen im Studium. Also da kommt es am Ende auch auf eure Ambition an. Du musst irgendwie es vielleicht auch opfern, keine Ahnung, dich super krass auszuprobieren, mal das zu probieren, mal das zu probieren, mal das zu probieren in deinem Studium, weil du dich halt fokussieren musst, M&A-Praktika zu machen, zumindest bis zu einem gewissen Zeitraum und so weiter und so fort. Das heißt, du musst schon im Studium ziemlich viel opfern. Und wenn es dann in den Arbeitsalltag geht, dann ist halt das krasseste Opfer halt, dass du wirklich deine gesamte Freizeit quasi dem Beruf opfern musst. So, das ist ja, ich meine, die Arbeitszeiten können natürlich enorm schwanken. Es gibt kleinere Investmentbanken, da arbeitet ihr 50 Stunden, größere 110. Ja, danach richtet sich eben, wie viel Freizeit ihr habt. Ich war bei Drakestar, gemittelt waren es knapp 60, 65 Stunden. Das fand ich okay. Mit bisschen Disziplin und Motivation nimmt man sich immer noch am Wochenende Zeit, um Golf zu spielen, Familie zu treffen. Ich war auch unter der Woche mal in ein, zwei Bars. Also je nach Karrierewahl und Investmentbank müsst ihr da Abstriche machen. Das musst du dir bewusst sein. Es ist einfach üblich, dass du von Montag bis Donnerstag bis 2 Uhr arbeitest, bis 1 Uhr arbeitest, vielleicht bis 12 Uhr arbeitest, aber vielleicht auch mal bis 3 oder 4 Uhr arbeitest und dann am nächsten Morgen um... Ja, der Mitbewohner von einer Freundin war zum Beispiel mal bei Rothschild und der war jeden Tag inklusive Wochenende bis 3 Uhr nachts beschäftigt. Kann natürlich auch so laufen. Aber Investmentbanking ist eigentlich immer auch so ein Trade-off zwischen Lernen, Arbeitszeit und Gehalt. Und auf diesem Kontinuum müsst ihr euch, sag ich mal, einordnen dann am Ende. 9, 9:30, 10 wieder im Office bist. Dessen musst du dir bewusst sein. Du opferst Schlaf unter der Woche, du opferst Aussicht auf ein ordentliches Privatleben unter der Woche. Dafür ist keine Zeit da. Und das ist ein hartes Opfer. So. Weil du bist jung, du bist jetzt genau in der Phase, wo du sagst, da kann man Partys machen, da kann man Leute kennenlernen und das musst du opfern. Bei vielen Firmen ist auch so, dass auch am Freitag hart gearbeitet wird. Bei vielen Firmen ist auch so, dass am Wochenende gearbeitet wird. Und zwar an beiden Tagen. Genau, zum Beispiel Rothschild, Elite-Boutiquen, die Ebene. Wieder so dieser Unterschied. Es gibt Firmen, da ist das Wochenende fast immer frei. Es gibt Firmen, da gehst du unter der Woche fast immer um 12 oder 12:30 aus dem Office. Und es gibt wiederum andere Firmen, da bist du unter der Woche normalerweise um 3, 4 Uhr erst aus dem Office. Und es gibt Firmen, da bist du am Wochenende, am Samstag für 10 Stunden im Office und am Sonntag für 12 oder 14 Stunden im Office. Und das sind einfach Kulturunterschiede. Und deshalb wieder mein Appell vom Anfang, guckt, dass ihr so schnell wie möglich da reinkommt. Guckt, dass ihr so viele Firmen wie möglich kennenlernen könnt auf einem möglichst hohen Niveau, um halt für euch das bestmögliche Offer am Ende des Tages auch rauszuholen. Und das schreibe ich so, ja. So. Das ist Punkt Nummer 1. Ihr müsst einfach, nach der Uni müsst ihr halt auch eure Lebenszeit opfern. Und vor allem, wenn man dann halt wirklich bei einer Firma ist, wo am Wochenende richtig hart gearbeitet wird, wo unter der Woche man wirklich nicht genug Zeit hat, um mehr als 4, 5 Stunden zu schlafen, so, das ist natürlich sehr, sehr heavy und das belastet viele und darauf haben auch viele Leute keine Lust, egal ob man dafür jetzt fürstlich belohnt wird, finanziell oder nicht. So. Ja, an dieser Stelle würde ich mal das Video stoppen. Die wichtigsten Punkte waren eigentlich, dass man im Investmentbanking nur langfristig reich wird. Sonst auch die Empfehlung, macht verschiedene Praktika, lernt verschiedene Firmen kennen, um eben die zu finden, die am besten zu euch passt. Und ja, das Investmentbanking ist auch immer ein Trade-off zwischen Arbeiten, Lernen und Gehalt. Und da müsst ihr halt euch einordnen. Das war's von mir. Unten findet ihr noch wichtige Fragen, mit denen ihr euch auf das Interview vorbereiten könnt in einer T3, T4 Investmentbank. Sonst in der nächsten Woche wird auch noch das kommende Video
erscheinen, plus einer Case Study, an der ihr euch ausprobieren könnt. Von daher wünsche ich euch schon mal frohe Ostern und bis dann.